In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr sogenannte Ransomware von eurem Computer runterbekommt. Ransomware, das ist zum Beispiel der Bundespolizeivirus, der GEMA-Trojaner und wie sie alle heißen. Das sind also die Art von Viren, die den Zugriff auf euren PC behindern, ja. Und ich habe hier auch mal so ein Exemplar offen. Das ist der Bundespolizeivirus. Man wird dann aufgefordert, einen bestimmten Betrag zu zahlen, um seinen Computer wieder freizuschalten. Ich prophezeie aber mal, dass wahrscheinlich das Bezahlen funktioniert, aber man kann wahrscheinlich trotzdem eben das nicht freischalten, den Computer. Das ist eine reine Abzockmasche. Und man sollte solche Tätigkeiten natürlich auch sowieso nicht unterstützen, auch wenn es funktionieren würde. Da gibt es billigere Varianten, den runterzubekommen. Es gibt also verschiedene Varianten von diesem Virus. Und dabei stellt sich halt das Problem, dass manche hartnäckiger sind, manche weniger hartnäckig. Also ich hatte zum Beispiel mal einen. Der hat sich entfernen lassen, indem er einfach in abgesicherten Modus von Windows gegangen ist und hat ihn aus dem Auto stattgenommen. Und danach hat man wieder Zugriff auf sein Windows gehabt und konnte den mit dem Virenscanner entfernen. Dann hatte ich wiederum einen, der war viel hartnäckiger, der hat dann alles blockiert, was nur ging. Den konnte man so einfach nicht entfernen. Der hat sich immer wieder in Auto stattgelegt und hat auch sogar Dateien verschlüsselt. Also kann man quasi da kein Patentrezept geben, wie der einzelne Virus, der bei euch dann drauf ist, zu entfernen ist. Deshalb würde ich euch ein Programm empfehlen, und zwar von Kaspersky. Und zwar haben die hier einen Windows-Unlocker und der ist extra für die Bekämpfung von Ransomware. Da gibt es einen ganzen Artikel drüber auf der Seite von Kaspersky. Der funktioniert so, dass ihr eine Rescue Disk herunterladet, die hat 250 Megabyte. Der Link ist hier zu sehen. Also der Link zu dem Artikel findet ihr auch in der Beschreibung. Die brennt ihr auf eine CD und fahrt dann mit dieser CD hoch. Was ihr dann weitermachen müsst, ist hier beschrieben. Also ihr als erstes kommt das Sprachauswahlmenü, dort wählt ihr Deutsch aus, dann den Grafikmodus auswählen. Und hier öffnet ihr dann das Terminal und gebt Windows Unlocker ein. Dann startet der Windows Unlocker und versucht halt, euren Computer zu entsperren. Findet diese Viren und versucht die zu löschen. Da empfiehlt sich natürlich auch gleich ein Virenscan, das geht mit der CD auch zu machen. Aber bitte achtet darauf, dass ihr die CD auch updatet. Also wenn ihr im Grafikmodus seid, könnt ihr dann ein Update von den Virensignaturen machen. Steht halt auch hier nochmal in Punkt 4. Okay, und dann solltet ihr hoffentlich wieder Zugriff auf euren PC haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mit der Notfall-CD von Kaspersky in den Kommentaren kundtut, um auch anderen Usern damit vielleicht behilflich zu sein. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ihr diese heruntergeladene ISO-Datei auf CD brennen könnt und welches Programm ihr dazu braucht.